das Ufer in der Ferne ist nicht mehr zu sehen und wir sind ganz allein hier. Ich bin so glücklich, froh, dass wir zusammen sind. Sieh nur, dieser Schuljunge hat jetzt graue Haare. Jeder Krieg verkrüppelt an der unsere Seelen. Und schwenkt ein Taschentuch und sagt dem Land Adieu. Na, Lieschen, diese Frau da. Was ist so verwunderlich? Sie scheint mir irgendwie ein wenig seltsam. Marta, kann das Marta sein? Nein, unmöglich. Hast dich erschrocken, Anna, Lisa, Franz? Was ist los mit Ihnen, Aufseherin Franz? Warum so zögerlich? Das gehört sich nicht für Sie. Sie dienen dem Vaterland und dem Führer. Ich hab vor niemandem Angst. Marta ist lange tot. Sie war in der Hölle, in Auschwitz. Und du was auch dann von meiner SS. Das war unsere Pflicht, es war eine Fehl. Ich glaubte an den Fehler. Ein Atomacht zerstört sie deine Lebensfrieden. Weiter. Durch dein Schweigen, das ist unglaublich, ungeheuerlich. Hör mich bitte an. Sie hat
hält uns in der Hand, deine Passagierin, sie hat uns in der Hand. Ja, ich war in Auschwitz und deshalb bin ich sicher, noch keine Verbrecherin, ich war eine ehrliche Deutsche. Ich bin stolz, denn ich habe meine Pflicht getan. Es war halt Krieg, das ist schon lange her. Jeder hat das Recht, den Krieg zu vergessen. Ja, Folter, ein für alle Mal. Katjuscha,